Unsere müden Glieder, hat gerade mein Kollege von der ZIP, Jürgen Bettinger, gesagt. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Übrigens Dankeschön nach Jürgen. Er hat mir versprochen, er spricht heute schneller, damit wir mehr Zeit zum Turnen haben. Und die nutzen wir auch gleich. Guten Morgen Österreich, recht herzlich willkommen. Wir beginnen gleich einmal am Stand zu gehen. Ja, Stand gehen, schön, dass ihr mit dabei seid. Dienstag haben wir endlich wieder mal draußen im Freien. Es ist zwar etwas bewölkt, aber ich liebe es, die frische Luft. Und wenn ihr zu Hause ebenfalls die Möglichkeit habt, geht es irgendwo raus, Balkon, Terrasse oder macht das Fenster auf, wie auch immer. Frische Luft, das tut uns gut. So, wir gehen einmal im Stand, bewegen uns einmal. Sehr schön. Nehmen schon langsam auch Tempo auf. Übrigens, ganz wichtig bitte, morgen Mittwoch turnen wir auf ORF Sport Plus und das Ganze schon ab 9 Uhr. Halbe Stunde haben wir morgen, ja? So, und geht schon, wir gehen nach oben. Nächster Schritt, wir heben unsere Knie an, das heißt der Kniehub kommt dazu und wir versuchen jetzt schon langsam, ja, mit unseren Knien unsere Handflächen zu berühren. Ja, Einsteiger beginnen da unten, aufrechte Körperhaltung, wir setzen unser Lächeln auf, Fortgeschrittene da und die Profis versuchen so weit wie möglich nach oben zu ziehen. Genau, sehr schön. Achtet auch da wieder bitte, wie gesagt, ja, auf die Qualität. Ich habe gerade zwei Kolleginnen getroffen aus dem Funkhaus, die heute da sind zur Pressekonferenz, die lange Nacht der Museen. Die haben gesagt, ja, sie tun dann immer mit, außer heute natürlich, aber es macht ihnen Spaß. So soll es sein, ja. Und sie merken, es tut ihnen gut. Also, schön nach oben ziehen, sehr gut. Lächeln aufsetzen, das gefällt mir. Ja, und seit 9 Wochen ist sie mit dabei, ja. Die Ingrid und ihr Mann. Und sogar im Urlaub, da schaut es, im Wellnessbereich, im Wasser wird geturnt. Frei nach dem Motto, die Zelle, die muss schwimmen. Ja, sehr schön, nach oben ziehen. Okay, nächster Schritt, Kniehub bleibt, aber es kommt die Oberkörperrotation dazu. Wir versuchen, ja, rechts, links im Wechsel, aber nicht nur so klatschen, sondern wirklich da die Drehung, Rotation, ja, richtig schön, Atmung fließt, rechts, links, Rotation, sehr gut, ja, super, sehr schön. Und genau, da die Rotation mitnehmen. Genau so, so, genau, ja, richtig, ja, so machen wir das. Also, versucht das, Einsteiger beginnen da unten, ja, macht das einmal langsam, schaut einmal, wie geht es mir damit und wenn ich merke, es geht besser, nehme ich ein bisschen mehr Schwung auf, werde größer von der Bewegung her, sehr schön. Ja, damit wir richtig aufwärmt sind für unsere nächste Übung. Okay, nächste Übung, ein Klassiker, wenn es ums richtige Gehen geht, unser Bewegungsmuster. Dazu, ja, schaut einfach aus, ja, das heißt, wir steigen nach vorne, setzen wieder auf, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß, drücken uns ab und kommen retour. Das machen wir im Wechsel. Warum tun wir das? Ja? Ich wiederhole es auch immer wieder, das hat einen Grund. Und zwar, wenn wir irgendwann beginnen, schlampern zu gehen, ihr macht es bitte weiter, die Leute schlafen dahin, ja, bleiben irgendwo hängen, erst bei meiner Mama wieder gesehen, stolpern über den Teppich. Ja. Ganz, ganz wichtig deswegen, ja, wir holen uns unser Bewegungsmuster aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein und speichern es neu ab. Ja, deswegen bitte aufpassen, nach vorne steigen, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und wieder retour steigen. Hm? Einsteiger-Variante, Profis steigen da weiter nach vorne. Das heißt, die haben da schon so einen leichten Ausfallschritt dabei. Also die Fortgeschrittenen und die Profis, die können da richtig schön weit nach vorne gehen. Kommen wieder zu euch nach vorne, ja. Nach vorne steigen, zack. Aber wichtig, wir setzen auf Ferse, Mittelfuß, Vorfuß und kommen wieder retour. Um das geht's, ja. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Übung. Nach vorne steigen, ja. Oder fortgeschritten ein bisschen weiter nach vorne. Sehr gut. Aber wie gesagt, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß. Ja. Einsteiger, auch geht im Rollator, wie ich immer, in der Gehhilfe. Schaut's, achtet's drauf. Ihr werdet sehen, ihr fühlt euch wesentlich sicherer, nachher beim Spazierengehen. Ja. Super. Ausgezeichnet. Oder dann eben größer werden. Genau. Jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Nach vorne. Oder natürlich richtig schön in den Ausfallschritt hinein. Arme können wir dazu nehmen. Ja, sehr gut.
Super. So, nächster Schritt ist das Zurücksteigen. Immer so ein Unsicherheitsfaktor, was ist da hinten? Deshalb, ganz, ganz wichtig, wir steigen nach hinten, auch da überzeichnen wir Vorfuß, Mittelfuß, Ferse, Lächeln aufsetzen, kommen wieder retour, Körperspannung ist da. Und nach hinten, ja, das ist schön. Und wieder nach hinten, ja, wir gehen wieder nach hinten, genau. So, anderes Bein. Einsteiger, beginnen ganz langsam. Ja. Und die Profis von uns, die können natürlich da richtig schön weit nach hinten steigen. Ja. Versuchen ein bisschen an Speed hineinzubekommen. Aber wie gesagt, wichtig ist das Abrollen. Abrollen nach hinten, Vorfuß, Mittelfuß, Ferse. Ich komme zu euch. Kann man auch versuchen mal von rechts nach links. Ja. Die schon länger mit dabei sind, die wissen das. Weil, wenn wir das üben, haben wir das abgespeichert, wenn was passiert. Wir steigen nach hinten, wir steigen zurück und wir fühlen uns einfach sicher, weil wir es trainiert haben, weil es abgespeichert ist. Wir müssen nicht drüber nachdenken, was machen wir richtig, sondern instinktiv setzen wir diesen Schritt. Sehr schön. Okay. So, jetzt machen wir ein bisschen was für die Kräftigung und zwar ein Bein verwurzeln, bei mir ist es das linke. Und jetzt lösen wir aus, strecken unser Bein nach vorne. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Ja? Also Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Zwei, drei, langsam gehen wir, komm, ja, langsam, lasst euch Zeit. Vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt kommt das Ganze seitlich. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Ja? Zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Und jetzt das Ganze nach hinten. Das heißt, eins, zwei, Körperspannung ist da, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Ja, spürt man schön im Gesäß, gell? Fürs Popschall, gute Übung. So. Wir wechseln unser Bein, ja? Auch da wieder gescheit verwurzeln. Dann lösen wir aus und wieder nach vorne. So, so oder so, so gut es geht. Ja? Eins, zwei, könnt ihr euch auch gerne anhalten. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und ihr werdet auch merken, ihr merkt es bei mir, ich pendel da ein bisschen. Unser Standbein, ja? Wird auch trainiert. So, und jetzt seitlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, und jetzt noch nach hinten. Ja, auch da wieder. Eins, zwei, drei, vier. Ich komme zu euch. Fünf, sechs. Und sieben. Okay, ganz kurz ausschütteln. So, jetzt kommen wir zu unserem Iliosakralgelenk, unser Bindeglied, Oberkörperbeine. Dazu schauen wir uns ungefähr so hüftbreit stehen. Ich drehe mich wieder um, ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Und zwar schauen wir, wenn wir unser Bein nach oben ziehen, sehen wir da hinten dann schön, wie der eine Daumen nach oben geht und auch der andere. Das ist unsere Bewegung. Also versucht, da wirklich nach oben zu ziehen, die Hüfte. Ja, geht ein bisschen einfacher, wenn man auch die Zehenspitzen dabei nach oben zieht. Sehr gut, Lächeln absetzen. Und genau, aus Hallein haben wir noch ein Foto gekriegt, hat mir der Heinz geschickt. Und so haben wir hier, glaube ich, schon die Oma Emilia, und die Valentina. Fleißig sind sie. Ja, schön nach oben ziehen. Atmung fließen lassen. Sehr gut, Atmung fließt. Ja, da mobilisieren wir. Sehr gut. Und dann wird es gleich wieder dynamischer. Okay, wir kommen zum Oberkörper. Dazu, ja. Finger ineinander, praktisch Handfläche nebeneinander. Jetzt ein Bein nach vorne, ja, leicht versetzt. Und jetzt ziehen wir nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wechseln das Bein, anderes Bein nach vorne. Und wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kurz einmal ein bisschen relaxen. Dann wieder Konzentration. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Und geht schon. Anderes Bein nochmal nach vorne und wieder. Wir ziehen nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle guten Dinge sind 3. Einen Durchgang machen wir noch. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und damit geht's noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. So, wir bleiben im Oberkörper. Nächste Übung, Arm 6. Dazu schauen wir, was wir ungefähr so schulterbreit stellen. Ja. Hauptsache steht einmal gut, ihr fühlt euch wohl, Bauchnabel zieht nach innen. Jetzt strecken wir unsere Arme nach vorne, Handflächen schauen zueinander. Jetzt winkeln wir an, Handflächen blicken nach oben, Fingerspitzen blicken nach oben. Ja. Wir drehen unsere Ellbogen nach außen, Hände Hochposition. Und jetzt drücken wir die Arme nach oben, kommen wieder retour. Ja. Das ist der Übungsablauf. Ja. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, und das macht jetzt jeder für sich. Dann können wir versuchen, das Ganze einbeinig zu machen. Ja, dazu braucht man natürlich eine gescheite Verwurzelung. Eines unserer Beine. Ja. Und wenn wir das so ausführen, dann versuchen wir einmal, linkes Bein steht und mit der rechten Hand. Sehr schön. Genau, das machen wir jetzt. Auch da wieder koordinativ ein bisschen die Geschichte, gell? Unser Gleichgewicht, sehr gut. Hopsala, schaut, auch ich wackel. Ja, dann wieder mit beiden Armen. Genau, so. Wenn es zu viel ist, ein bisschen ausschütteln. Dann versuchen wir, das andere Bein, auch da wieder, nach vorne zu gehen. Sehr schön. Ja, und auch da wieder mit einem Arm. Ja, rechtes Standbein, linker Arm. Okay, sehr schön. Okay, und jetzt machen wir zweimal mit beiden Armen. Und jetzt noch zweimal mit einem Arm. Okay. Und wie gesagt, Steigerung gibt es auch ebenfalls für alle, die sagen, sie hätten gerne ein bisschen mehr. Nehmt euch zwei Flascherl in die Hand, zwei Hanteln, nehmt eventuell die Matte doppelt. Ja. Also es ist eine Übung, die es richtig in sich hat. Und vor allem, wenn man die Matte doppelt nimmt, wird es noch etwas kippeliger. Ja. Übrigens, die Übung habe ich gestern auch zu Hause gemacht. Ja, taugt mir, ist richtig cool. Ja, also nach Steigerung nach oben gibt es da mehr als genug. So, Flasche werden wir eh gleich brauchen. Als nächstes kommt unser Trizeps. Der da hinten, damit es so richtig schön straff ist. Ja. Und zwar, dazu stellen wir uns seitlich hin. Arme nach oben. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben da so wie ein Seil, das zieht nach unten. Oder da ist ein Gewicht, hängt da dran. Und wir ziehen das schön nach oben. Nach oben ziehen. Genau. Ja. Und da könnt ihr natürlich dann wieder variieren. Das heißt, ihr könnt sagen, oh, das geht richtig schwer. Strengt euch einmal an. Ja? Stellt euch hin, Körperspannung ist da und versucht, oh, ein richtig schweres Gewicht oh, nach oben ziehen. Komm, 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 bemüht euch. Komm, nach oben ziehen. Oh, jawohl, komm, 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 komm. Oh, und nach oben. Und da bleiben wir schon dran. Komm, komm, komm. Oh, jawohl. Oder vielleicht ja, noch Gewichte zu nehmen. Auch das eine Möglichkeit. Ja, nach oben ziehen. Geht schon, komm. Und geht schon. Nach oben. Und wir bleiben dran. Geht schon. Und da gehen wir noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Der anstrengende Teil liegt hinter uns. Heute schone ich ein bisschen, weil morgen haben wir ja eine halbe Stunde auf ORF Sport Plus. So, jetzt stellen wir praktisch unsere Beine hintereinander. Ja. Hinteres Bein, Hand geht nach oben. Da in der Verlängerung drückt man da jetzt praktisch bei der Hüfte hinein. Das heißt, dass wir hier wie ein C haben. Ja, sehr gut. Für alle Läufer, Nordic Walker und auch Spaziergänger optimale Übung. Vor allem für die Läufer und Läuferinnen. Prophylaxeübung fürs Runner's Knee. Und wir lassen die Atmung fließen. Atmung fließen lassen. Ja, und die Julia aus Salzburg, ja, seit einem halben Jahr mit dabei. Wir kommen zur Mitte. Wechseln. Ja. Am Wochenende tut sie in der DVD, hat sie mir gesagt. Nicht nur, dass die Fitness besser geworden ist, der Spaß, der ist mit dabei und ihre Rückenschmerzen haben sich wesentlich verbessert. Also sie hat fast keine Schmerzen mehr. Das ist super. Deswegen müssen wir auch ein bisschen dehnen. Sehr gut. Dehnen. Und geht schon, wir bleiben dran. Atmung fließen lassen. Atmung fließen lassen.
Wir kommen zur Mitte. Jetzt atmen wir einmal noch ein. Richtig schön einatmen. Jetzt aber wichtig, ausatmen. Ausatmen nach vorne und jetzt wirklich. Alles raus aus den Flügeln. Einmal noch einatmen. Ausatmen. Und das war's. Also morgen sehen wir uns ab 9 Uhr auf ORF Sport Plus. Und wie immer trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen. Viert euch!